Moinsen, Stefan hier, herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so heute endlich mal wieder, endlich einen kleinen Rundgang über einen wunderschönen Campingplatz. Heute, guck mal hinter mich, Campingresort Zugspitze, die ist nämlich da justamente um die Ecke, der zeige ich dir gleich auch noch, wenn man sie sieht, heute ein bisschen besseres Wetter und da muss ich die Chance nutzen, um dich mal auf so einen kleinen Rundgang über diesen wunderschönen Platz in Greinau, das ist in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, Garmisch-Partenkirchen natürlich an der Zugspitze, ja ganz klar. Ja, und diesen kleinen Platz, den möchte ich dir zeigen mit den Besonderheiten, mit den Sachen, die ich total cool finde. Und vielleicht auch mit ein, zwei Sachen, wo ich sage, Menschenhüte hätte man auch ein bisschen anders lösen können. Ja, gibt ja immer was zu meckern, wir sind ja auch deutsche Meckern, ja, müssen ja so. Pass auf, wir fangen einfach mal ganz entspannt an und machen so einen kleinen Rundgang. Und wenn du dich jetzt gerade über die Kameraposition wunderst, ja, ganz entspannt bleiben. Ja, was Camper haben, sind natürlich lange Stangen und Gafferband. Da habe ich einfach mal die Kamera angeklebt, habe ja noch keine Drohne und solange ich die noch nicht habe, mache ich das doch einfach so. Attacke, auf geht's! So, jetzt sind wir auch direkt schon im Schmuckstück von diesem kleinen Campingplatz. Ja, da siehst du, da oben steht übrigens unser Wohnwagen. Unten drunter ist die Rezeption und wir sind jetzt gerade im ersten Obergeschoss. Und hier befindet sich der Wellnessbereich. Finde ich immer total wichtig, weil ich gehe ja gerne in die Sauna. Und auf diese kleine Reise, da nehme ich dich doch einfach mal mit. Wir rennen hier durch die Herrenumkleidekabine. Siehst du, ist auch mal eine etwas windige Konstruktion, um Himmels Willen, mit ganz, ganz vielen Schränken. Jetzt hoffe ich natürlich, dass sie heute Nachmittag, wenn wir in die Sauna gehen, nicht alle besetzt sind, weil da sind ja 1000 Menschen drin. Ne? Da gehen wir nicht rein. Das ist für die Menschen, die immer privat heißen. Kein Zutritt mit Straßenschuhen. Ich ziehe meine Schuhe auch direkt aus, aber ich vergesse sie nachher nicht. Dann sind wir drin. Ich habe das selber noch nicht gesehen. Mir wurde gerade aufgeschlossen, aber hier eine WC für die Männer, hier immer WC für die Damen. Toll. Hast hier so ein paar Fächer, das ist auch mal super wichtig. Hier kannst du wahrscheinlich mal so ein ganz bisschen abgeduscht werden, ja, dass du nicht so müffelst in dieser unfassbaren Hitze. Und hier sind wir jetzt auch schon im, ich nehme mal an, Ruhebereich, Aufenthaltsraum. So, jetzt war ich ja auch schon, das gebe ich ja gerne zu, in manchen Hotels, ja, so mit Wellness und Kram. Das ist ja mit Sicherheit nicht schöner. Das ist übrigens auch ein schönes Bild, ja. Jetzt haben wir nämlich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Liegen. Das sind ja schon mal immerhin 10 Liegen. Hier ist natürlich eine geile Aussicht auf das Bergpanorama. Da hinten übrigens, da ist die Zugspitze. Ich dachte immer, die wäre da. Hat man mich eben eines Besseren belehrt. So, hier haben wir Infrarot-Wärmekabine. Was ist infrarote Strahlung? Kannst du dir durchlesen, musst du auf Pause drücken. Keine Ahnung, ob ich das brauche. Ah, da wird es von hinten warm. Das ist wahrscheinlich gut für den Rücken. Super. Ja, Rücken ist ja das Volksleiden Nummer 1, sagt man langläufig. Hier noch ein Aufenthaltsraum. Hier gibt es einen Getränkespender. Ist ja auch immer wichtig, viel zu trinken. Hier ist auch noch mal so schön die Dusche, ja, mit Regenbrause und so. So, und dann hast du hier Sauna Nummer 1. Das ist dann wahrscheinlich ja, entweder die ganz heiße oder nicht ganz so heiße. Und hast hier direkt daneben noch eine Sauna. Ach, da rennen wir doch einfach mal rein. Ist ja noch keiner da. Ist ja noch geschlossen. Boah, guck mal. Die finde ich ja super. Ist auch schon direkt ein bisschen warm drin, 30 Grad. Da fange ich direkt auch ein bisschen an zu schwitzen. Das, glaube ich, ist die heiße Sauna. Die finde ich echt schön. Recht groß. Viel Platz. Sensationelles Teil. Muss ich ganz ehrlich sagen, die Homepage hat ja auch schon ein paar Eindrücke zugelassen. Ich finde das hier in Real Life echt noch geiler. Das ist auch eher selten, dass eine Homepage etwas verspricht, was dann in der Realität sogar noch überboten wird. Auf der Homepage sieht es kleiner aus. Finde ich super. Gefällt mir. Wir gehen heute Nachmittag, komme ich da von draußen noch wieder rein. Nicht, dass ich mich jetzt hier aussperre. Barfußmäßigerweise. Ich mache die Tür jetzt mal ganz langsam zu und hoffe, dass sie nicht zuschnappt. Hervorragend. Hier ist es sogar ein Aschenbecher. Ja, für die. Oh, Mensch, nass. Scheiße. Direkt noch nasse Füße geholt. Und hier bist du jetzt auf der Terrasse. Ob ich mich jetzt hier nackig hinsetzen würde, weiß ich nicht, weil da gucken die ja alle und freuen sich erstmal einen totalen Wolf. Können sie aber gerne machen, hab ja nichts zu verbergen. So, und hier, naja, guckst du dann quasi einmal die Straße runter. Von da unten kommst du hoch, wenn du diesen Campingplatz besuchen willst. Da hinten zwischendurch ist unser Wohnwagen. Super. Das gefällt mir ganz hervorragend. Ich freue mich auf gleich. Und das ist allerdings auch nicht alles, was es hier zu sehen gibt. Gibt ja noch eine ganze Menge mehr. Und was es noch mehr gibt, das gucken wir uns jetzt auch noch an. Wieder rein in die gute Stube. Oh. So, dann gibt es natürlich auch noch so ein kleines Bistro. Ja, Bistro ist immer super, weil da kannst du halt auch mal ein bisschen was
zu dir nehmen. In diesem Fall kannst du dir hier im Bistro Alpspitzblick, so heißt das Schätzchen nämlich, Frühstück kannst du hier, da gibt es ein Frühstücksbuffet und manchmal tischen die hier auch ein bisschen was zu essen auf. Heute Abend zum Beispiel, heute ist nämlich Karfreitag, heute Abend gibt es hier so ein bisschen Fisch, das dann eher zu besonderen Anlässen und dann mit Voranmeldung. Ansonsten gibt es nicht. Und jetzt habe ich gerade gefragt, habt ihr eigentlich auch einen Kiosk oder wieso? Hat sie gesagt, nee, haben wir nicht. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil die Straße runter, und das zeige ich dir gleich auch noch, bist du innerhalb von, je nachdem wie schnell du durch die Gegend rennst, in 5 bis 6, 7 Minuten ja, unten an der Hauptstraße und da ist ein Aldi und ein, darf ich es überhaupt sagen? Ja, mache ich einfach. Ein Aldi und ein, hier, sag mal, Edeka. Und auch noch ein ATU, das heißt, wenn ein Auto mal irgendwie ein bisschen Sperrenzken machst, ja, dann bringst du die Karre zur ATU, holst dir ein paar Bier und dann ist die Welt auch schon wieder schön. Wir, apropos schön, wir gehen noch einfach mal weiter und gucken an, was es noch alles gibt. Ab und zu musst du natürlich auch, wenn du ein bisschen was gegessen oder gekocht hast, abwaschen. Ich weiß, das ist eine total ätzende Arbeit, aber hier, gar nicht so besonders schlimm, weil, zeige ich dir natürlich auch, gibt es im Haus, in dem sich auch die Rezeption befindet, zum einen kannst du dir hier ein paar Getränke reinstellen, das ist aber nicht das, was ich dir zeigen wollte, sondern der Abwaschbereich. 1, 2, 3, 4. Waschbecken und ist echt sauber. Das ist jetzt nicht sauber, weil ich gesagt habe, ey Freunde, ich filme gleich bei euch. Das war die ganzen letzten 4 Tage so sauber, wie es jetzt ist. Das liegt natürlich auch ein bisschen an den Menschen, die hier zu Gast sind, weil wenn die sich verhalten wie die Walachen, dann sieht es halt auch doof aus. Und wenn diese Menschen das tun und ihre Klamotten dabei einsauen, können sie hier auch direkt die Waschmaschine und oder den Trockner benutzen und hier die Sachen aufhemmen und darauf vertrauen, dass die keiner klaut. Hier ist für unsere Jüngsten, finde ich auch total schön, guck mal, das kriegst du auch nicht auf jedem Platz, eine kleine Babybadewanne hier mit Heizstrahler, kannst du wickeln, die kleinen Schreier. Und damit ihm nicht zu langweilig wird, kann der da oben auch ein bisschen an dem Ding rumfriemeln. Schön, machen wir wieder zu und hier ist echt warm drin bei euch. Wenn ich jetzt hier richtig abwaschen würde, würde ich auch schon wieder so ein bisschen in Schweiß kommen. Das ist der erste Part in diesem Gebäude, den ich dir unbedingt noch zeigen musste. Jetzt kommt der zweite. Jetzt geht das nämlich rein und das ist vielleicht sogar noch viel wichtiger für die meisten von uns, nämlich, naja, wie sieht das denn eigentlich aus, ja, wo man ab und zu mal so hingeht, um sich ein bisschen frisch zu machen. Und da gucke ich jetzt erstmal, ob da jemand drin ist, den ich irgendwie irritieren könnte mit meiner Kamera. Und dann, wenn das funktioniert, dann sage ich Attacke. Saubermachgelegenheit. Pass auf, zeige ich dir. Zum einen hast du hier Waschbecken 3 Stück und da hinten noch mal 1, das ist zum Abschließen. Und hier hast du die Duschen. Und auch hier kann ich, ohne rot zu werden, bestätigen, das ist immer so sauber. Wir wissen ja nicht, dass ich komme. Wussten wir ja nicht. Von daher, echt einen Daumen hoch. Was natürlich sein kann, ist, dass ein bisschen wenig Sachen sind für jetzt, wenn der Platz voll wird. Na, könnte es ja sein, dass man auch mal 3 Minuten anstehen muss. Dann muss 1, 2, 3, 4 duschen. Aber sauber sind sie. Und nicht nur die sind total sauber, sondern auch direkt eine Tür weiter die Lokusse und somit die Toiletten. Alles neu, alles modern und immer total sauber. Und hier auch mit so einem Handwulf. Sensationell. Achso, wie viele sind es denn? 1, 2, 3, 4, 5. Naja, geht schon, oder? Weiter. Ja, der große Vorteil von so einer langen Stange ist natürlich, dass man die auch relativ nach oben knallen kann. Das bedeutet für dich, du kannst jetzt mal so schön so ein bisschen von oben auf diesen Campingplatz gucken. Und was wir jetzt machen ist, wir laufen zum einen mal rüber über diesen Platz und zwar bis zu einem, hier ist übrigens auch noch ein Skiraum, ja, wenn du irgendwo Ski hinstellen willst und die bei dir im Wohnwagen nicht so viel Platz haben, dann knallst du die einfach da rein. Das ist schon mal toll. Wir gehen jetzt zu der Parzelle Numero 19. Warum machen wir das? Und speziell die 19. Weil Parzelle Nummer 19 ist einer der Super-Duper-Stellplätze. Ja, es gibt 2 Kategorien, die normalen, die siehst du hier so überall. Übrigens da oben auch unser. Da sage ich dir gleich noch die Platznummer, weil wenn du da oben stehst, ist das natürlich super geil. Hast da einen Ausblick über alle anderen hinweg. Das ist so ein bisschen wie so ein König. Aber pro König, guck dir mal diese wunderbare Berglandschaft an. Und jetzt endlich auch ein bisschen Sonnenschein. Ich hoffe, die Stange wackelt nicht zu dolle. Das wäre natürlich ein bisschen blöd für dich. Und jetzt gehen wir also zu dieser Parzelle Nummer 19. Servus. Und die Parzelle Nummer 19 hat nämlich Privatbäder. Das wollten wir eigentlich auch gebucht haben. Das war halt schade, weil das war schon voll. Ja, da siehst du die Dommi. Hallo. Rutscht sie auch gleich ein bisschen tiefer auf ihrem Platz.
Und Parzelle 19 ist gerade frei, sodass ich dir mal so ein Privatbad zeigen kann, wie das nämlich in Natura aussieht. Interessiert mich übrigens auch insbesondere. So, pass auf, jetzt mache ich mal weniger Gerede, ein bisschen schnelleres Gelaufe. Tack, tack, tack. Deswegen, da wollte ich noch was zu gesagt haben. Du siehst ja diesen schönen Zug hier. Ja, der erste fährt morgens um 20 nach 5. Und weil der sich denkt, der Schaffner, Mensch, wenn ich wach bin, ja, dann könnt ihr auch wach sein, knallt er halt auch jedes Mal in sein Horn rein, wie von der Tarantel gestochen. Hier hast du nicht so eine schöne Sicht. Hier guckst du halt einfach auf die Tanne. Ist so ein bisschen wie Heidi. Jetzt muss ich die Stange mal wieder einfahren, dass ich hier auch reinkomme in dieses wunderschöne Häuslein. Dass sich das Kabel hier auch noch verfriemelt. Scheiße. So, Parzelle 19. Lassen wir uns mal überraschen. Das ist super. Guck mal. Hier hast du warmes Wasser, kannst du schön duschen, kannst schön auf den Boiler gehen. Ja, muss halt nicht so weit rennen, wenn es dann morgens nach der Kippe und dem Kaffee mal pressiert. Machst du hier dein kleines Privatbad. Das finde ich toll. Mit Klopapier, ganz wichtig. Hast du gesehen? Ja, dann können wir es auch wieder zusperren. Na gut, dass ich den Schlüssel geholt habe. So, aber es geht ja nicht immer nur darum, dass man sich selber total sauber macht. Manchmal muss man ja auch den Wohnwagen ein bisschen sauber machen, aufräumen und den Müll wegbringen. Das kannst du hier natürlich auch. Ja, damit meine ich jetzt nicht, schmeiß es doch hier einfach über die Brüstung, weil dann macht der Fluss sein Übriges. Nein, hier gibt es natürlich auch eine Müllentsorgungsstation. Kannst hier sogar ein bisschen trennen, Papier, den restlichen Krusch, Blasülz. Und somit sind wir dann auch direkt schon beim Kinderspielplatz. Gut, der ist überschaubar. Das macht aber nichts, weil, habe ich schon Schlimmere gesehen und abgesehen davon bin ich auch nicht mehr derjenige, welche der auf so einen Spielplatz muss. Meine Tochter hätte den bestimmt gut gefunden, weil hier ist eine Rutsche, hier ist eine Schaukel, hier ist eine Hängebrücke. Toll, toll, toll. Oben siehst du wieder die Terrasse, beziehungsweise den Balkon, die Balkonterrasse, Dachterrasse sagt man, glaube ich, von der Sauna. Da waren wir ja schon. Unten ist das wieder dieses kleine Bistro und alles wie immer vor der grandiosen Kulisse von hier. Die Alpspitze, keine Ahnung, Zugspitze und wie das alles heißt. Mit Bergennamen kenne ich mich aber auch nicht so besonders gut aus. Womit ich mich aber auskenne, ist mit dem Weg zurück zu unserem Stellplatz. Und wenn wir da jetzt hinlaufen, dann nehme ich dich mit, und zwar an der nächsten kleinen Besonderheit dieses Platzes. Das ist nämlich die Möglichkeit, dass wenn du sagst, ich habe gar keinen eigenen Wohnwagen, ich habe überhaupt gar keinen eigenen Campermobil, ich möchte aber trotzdem mal so ein bisschen Spirit auf so einem Campingplatz erleben, dann hast du entweder die Möglichkeit, hier so in so ein Schlaffass reinzugehen, das gucken wir uns gleich übrigens auch noch an, sensationell, oder aber, die gucken wir uns nicht an, weil die sind alle vermietet gerade, in eines dieser Ferienhäuser. Tack, 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 tack. Jetzt nehme ich dich mit, lass die Kamera einfach mal laufen zu unserem Stellplatz, weil das ist die totale geheime Geheimempfehlung. Die sind schon auch ganz schön kuschelig, oder? Aber die sehen wir ja gleich noch. Ganz entspannt, kannst dich drauf freuen. Wir nehmen einfach die 800. So, pass auf, jetzt halten wir uns da mal rein. So, ja, das ist natürlich überschaubar, aber ein Wohnwagen ist ja auch nicht viel größer. Hier, das sieht, riecht übrigens auch ein bisschen wie in einer Sauna. Ich ziehe auch meine Schuhe aus, wenn ich da jetzt mal reingehe, ja, dass ich das frisch geputzte Ding nicht irgendwie direkt gleich wieder ranranze. So. Hier riecht es echt wie in einer Sauna, wie in einer kalten. So, hier kannst du sitzen. Da unten hast du von DeLonghi, ich glaube, das ist ein Heizlüfter. Dann hast du hier oben irgendwie ein Doppelbett. Ja, hinten ist schon wieder Ende. Und hier kannst du sitzen, hier kannst du dir wahrscheinlich den Tisch rausziehen. Ja, sensationell. Fertig. Mehr ist hier nicht. Wenn du hier waschen oder aber sonstige Sachen machen musst, dann gehst du halt einfach mal schnell über die Straße, weil dann bist du ja schon bei den Sanitärteilen. Finde ich total super. Jetzt muss ich meine Schuhe wieder anziehen und dann Kabel aufpassen. Nicht ganz so wackeln. Ja. Ja. Ich kann mit so einer langen Stange halt nicht so gut umgehen. Ja, super. So, dann machen wir das Ding wieder zu. Und jetzt, und das ist wahrscheinlich noch viel spannender, gehen wir einfach mal in das Ferienhaus. Das ist super, ich kann ja trotzdem weiterreden. Ich bin ja verkabelt. Ja. Zack, links, rum um die Ecke. Für welches Haus haben wir das Schlüsselchen? Drei. Gleich das erste. Gleich das erste. Das ist auch frisch gereinigt worden.
Ja, das habe ich heute Morgen gesehen. Da waren die Heinzelmännchen schon da. So, wir fangen einfach draußen an. Hier vorne kannst du dich schon mal schön hinsetzen und hast auch direkt einen Aschenbecher dabei. Ist für die Raucher eher wichtig. Aber das Grillen auf der Holzterrasse ist strengstens verboten. Sonst macht's hier Peng. Naja, kann man sich ja wahrscheinlich auch denken, oder? So, ja, hier ist so Holz. Jetzt weiß ich, vielleicht gibt es da drin auch einen Holzofen. So, Schlüssel. Berghütte 3. Willkommen. Zack, Schlüssel rein. 95 mal abgeschlossen. Und natürlich Schuhe aus. Oh, warte mal. So. Sehr schön. Dann, soll ich den mal wieder selber nehmen? Ja, kann ich besser. Hier, nimm das Krabbel. Ich weiß halt, wo ich hinfilmen möchte. So, jetzt sind wir drinnen in so einer schönen Hütte. Hier hast du tatsächlich ein Holz. Ist das ein echter Holzofen? Nein, das ist so Zierde, oder? Schau mal rechts. Ach, da ist ein Gasanschluss. Ja, sehr gut. So, hast hier deinen Wohnbereich, hast einen Fernseher, hast hier eine kleine Küche mit, ich glaube, 2 Herdplatten, hast einen Kühlschrank, hast hier Kaffeemaschine, Toaster und den ganzen Kräs, hast natürlich auch ein paar Gläser dabei. Ja, weil wenn du hierher fährst und hast keinen Wohnwagen, bringst du ja auch seltener deine Gläser mit. Dann, wir gehen einfach unten mal rum. Zack, 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 sind wir hier im Schlafzimmer. Mit Ausblick auf die Veranda, auf der man aber nicht grillen soll. So, hast hier einen schönen großen Spiegel. Das ist im Schlafzimmer für manche Menschen auch eher mal wichtig. Und wir bleiben im Erdgeschoss und gehen rein ins, ach guck mal, schöne Badezimmer. Föhn ist dabei. Eine schöne, oh scheiße, ist noch nass hier. Jetzt habe ich nasse Füße. Ist natürlich doof, mit einer schönen Regendusche. Schön nasse Füße, Herr Günther. Jawohl, na macht nichts. Und dann habe ich aber gesehen, gibt es natürlich auch oben noch einen Bereich mit einer relativ steilen Treppe. Barrierefrei ist anders. Ja, die müssen halt unten bleiben, Menschen, die das mit der Treppe nicht so gut hinkriegen. Hier steht auch extra Vorsicht, Sturzgefahr, Abhang. Und hast hier nochmal 2 Betten und da können sich dann die Kinder vergnügen. Ja, fertig. So süß. Ja, ist super. Jetzt weiß ich nicht aus dem Kopf, was so ein Ding kostet. Wird wahrscheinlich ein bisschen mehr kosten als der reine Stellplatz. Aber das könnte man ja mal auf einer Homepage in Erfahrung bringen. Ich verlinke dir natürlich diesen Platz auch auf, beziehungsweise unter diesem Video in der Videobeschreibung. Sehr schön. War die Tür hier offen? Ja, lassen wir offen, dann trocknet es auch besser am Fuß, dass die Nächsten nicht nasse Füße kriegen. So, ist eine kleine Heizung drin. Licht, alles toll, alles schicki. Schönes Gerät. Für die Menschen, die sagen Campingplatz, ja. Aber kein Wohnwagen, super Empfehlung. So, jetzt gehen wir wieder raus und mit nassen Socken in die Schuhe. Scheiße. Super mit so einer Zeltstange. Kaufe mir doch, ist das ein teures Ding. Nehme ich die Zeltstange, habe ich doch eh. So, und dann sind wir auch schon. Und dann siehst du auch schon, unsere Stellplatznummer ist die 123, 124, 125. Die 3 Plätze sind, wenn wir mal von dem Privatlos absehen, sag ich einfach mal, die coolsten Plätze hier auf diesem Platz, weil du guckst einmal schön über das ganze Volk rüber. Oh, super. Jetzt das einzige kleine Nachteilchen. Du hörst es schon, ich schnaube wie ein großer. Da bin ich auch gerannt wie ein Wild. Das hast du gerade gesehen. Bin ja total schnell hier hochgelaufen. Einziger Nachteil ist, wenn du runter auf Klo musst oder zum Waschen oder zum Abwaschen, dann musst du halt jedes Mal diesen Weg hier drumrum nehmen. Was ich gemacht hätte, ja, so ein toll kühner Typ, ich hätte ganz einfach hier diesen Berg runter vielleicht eine Treppe gebaut. Das ist ja von dem Gefälle her durchaus machbar. Und dann könntest du hier zipp, echt lockermäßig, keine Ahnung, 200 Meter sparen, 150 Meter sparen. Weil du weißt, wie es ist, des Frühs, ja, wenn es drückt. Dann können 150 Meter entscheiden über Krieg und Frieden. Und jetzt, apropos Krieg und Frieden, musst du natürlich auch noch wissen, wie ist das denn mit diesen Versorgungsstationen auf diesem Campingplatz, Campingresort Zugspitze. Was gibt's denn hier? Naja, zum einen kriegst du Frischwasser. Tack, tack, mit Gewinde kannst du ranschrauben, wenn du willst. Dann hast du hier einmal Strom dran. Ne? Klappe auf, Affe nicht mehr tot. Ganz normalen CE-Stecker, wie immer, also zumindest wie immer das, was ich bisher gesehen habe. Und Besonderheit, das hast du auch jetzt nicht auf jedem Platz, hier die Möglichkeit, deine
Klobrühe reinzukippen, ohne erst einen Kilometer über den Platz rennen zu müssen. Das finde ich auch ganz cool. Was ich nicht sehe, das ist übrigens kein Trinkwasser hier, da kommt Grauwasser raus wahrscheinlich. Was ich nicht sehe, ist ein Gasanschluss, obwohl ich auf der Homepage gesehen habe, da muss ich vielleicht nochmal fragen, dass man hier auch direkt Gas aus der Versorgungssäule irgendwie rauskriegt. Habe ich ja da gelesen, habe ich aber noch nicht gefunden. Naja gut, das kläre ich vielleicht noch. Ansonsten, wenn wir von dieser Treppenfehlstellung, also Treppe, die es nicht gibt, mal absehen, finde ich das einen richtig schönen Platz. Die Zufahrt ist cool, ja, haut dir keine Schweißperlen auf die Stirn. Du kommst von der Hauptstraße unten, von der B, weiß ich nicht, schreibe ich noch in die Beschreibung rein. Direkt auf den Zubringer hier zum Campingplatz, der ist natürlich ein bisschen kurvig, aber völlig entspannt, breit genug. Und so kommst du total stressfrei hier hoch. Du hast unten die Möglichkeit, deine Karre kurz hinzustellen, gehst just im Moment in die Rezeption, kriegst eine Karte, eine Chipkarte, damit die Schranke halt auf und zu geht. Nachts ist die Schranke zu, von 22 bis, ich will nicht lügen, 6 Uhr, glaube ich. Das ist aber okay, da muss man halt nicht mehr durch die Gegend fahren. Und ansonsten kannst du natürlich, wenn so ein Wetter ist wie heute, und ich finde das gerade grandios, für dich und auch für mich oder uns, ja, bei so einem Wetter kannst du halt einfach echt tollen Ausblick genießen. Finde ich schön. Du auch? Na ja, dann würde ich sagen, ja, dann schwingt noch deinen Poppes und deinen Caravan oder was immer du auch unter deinem Popo bewegen möchtest von A nach hier und genieß ein paar Tage. Und wenn du hier bist, sagst du einen schönen Gruß. Die Damen an der Rezeption sind total nett. In die Kamera schnacken wollten sie nicht, weil sie gesagt haben, sie wären noch ein bisschen schüchtern, aber das macht ja nichts. Das mit dem Kameragequatsche ist ja auch nicht jedermanns Sache. So. Jetzt habe ich dir alles gezeigt und dann bleibt mir an der Stelle nichts mehr anderes übrig, als zu sagen, schön, dass du dabei gewesen bist, uns deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du hast es nicht bereut, du hast ein paar schöne Impressionen über diesen Platz gekommen. Und jetzt sage ich, bis zum nächsten Mal, adios, tschö, mach es gut. Ja, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Jetzt bin ich weg und genieße die Sonne. Tschüss.